falsches Gottesreich aufrichtet. Das ist endgültig vorbei. Ja, deshalb war gestern Abend mein letzter Satz, das Heil der Welt, das ist der große Perspektivenwechsel, ist im zerbrochenen Leib des Gekreuzigten begründet und in seinen ausgebreiteten Armen. Das Heil der Welt ist nicht mehr in der Herrschaft eines Kaisers, auch der Kaiser in Rom meint ja, er bringt das Heil der Welt begründet, sondern in dem, in dieses Imperium ans Kreuz genagelt. Und in der Apostelgeschichte des Lukas wird es dieses Bekenntnis geben, es ist in keinem anderen Heil. Es ist auch kein anderer Name, der das Heil der Welt begründet, in dem wir sollen selig werden. Es ist in dem Gekreuzigten, der das Opfer des Imperiums geworden ist. Und das ist der für mich immer noch, also es bewegt mich allein, wenn ich davon rede, dass es Menschen gegeben hat, die diesen Perspektivenwechsel gewagt haben. Gesagt, das Heil entscheidet sich an den Opfern. Und unsere Zukunft liegt in der Kraft der Schwachen, wie Anna Segers sagen würde. Und für uns ist das Symbol dieser Kraft der Schwachen der gekreuzigte Jesus, in dem nun alles Heil begründet liegt. Das ist der große Perspektivenwechsel weg von der Eroberung der Macht, die dann doch auch immer wieder ihre eigene Logik entwickelt, wie wir alle wissen und erfahren haben, hin zu einem anderen Weg, der auf die Machtfrage verzichtet, beziehungsweise sie anders stellt. Er stellt sie, aber er stellt sie anders. Und mein Eindruck ist, dass die Erfahrungen auch von gescheiterten Befreiungsbewegungen, die sich ja in der Passionsgeschichte über Jesus wiederfinden, der kurzfristige Erfolg, der Jubel Hosianna, dem Sohn Davids, dann die Enttäuschung, auch das Umkippen der engsten Genossen, der Verrat, die Verleugnung, das Ende der Hoffnung, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und wer bleibt wenigstens von Ferne da? Die Frauen aus Galiläa. Die Frauen aus Galiläa, die ihn dann auch begraben und beweinen und dann salben wollen. Und dann ist er nicht mehr da. Und da ist nur ein Engel, der sagt, hier ist er nicht, geht zurück nach Galiläa. Zurück nach Galiläa, das ist Programm. Dort werdet ihr ihn sehen. Das heißt, sehen werdet ihr, wenn ihr sein das Werk des irdischen Jesus weiterführt. Wenn ihr ihm wie damals in Galiläa auch jetzt weiter nachfolgt. Und die Evangelien, die noch mit dem Judentum verbunden sind, die lassen Jesus dann auf unterschiedliche Weise dann mal in Galiläa auftauchen. Er wird gar nicht erkannt, bei Lukas auf dem Weg. Er wird erkannt, als sie ihn einladen, weil sie nicht wollen, dass der Fremde durch die Nacht alleine weiterzieht. Und das fromme Wort, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. In der Bibel sagen, dass die Jünger zu dem Fremden, bleibe bei uns, geh nicht allein durch die Nacht, wilde Tiere, Räuber, was kann dir alles passieren? Und weil sie das tun, erkennen sie, weil der fremde Gast das Brot bricht. Da erkennen sie ihn. Das hat ja was zu bedeuten, warum wird es so und nicht anders erzählt? Und in der anderen Geschichte bei Maria Magdalena, da, die denkt, er wäre der Gärtner. Das habe ich als Kind schon nicht geglaubt. Dieser Jesus, den sie so liebt, ist gerade 2 Tage tot und dann erkennt sie ihn nicht, als er wieder auftaucht. Warum wird das so erzählt? Sie erkennt ihn, als sie bei ihrem Namen gerufen wird, wie bei der Taufe. Also Taufe und Abendmahl, da wird er wieder gegenwärtig erzählen, diese Geschichten. Und nur weil wir sie jedenfalls wie kirchlich sozialisierten, bei denen, die als Genossinnen, junge Pioniere aufgewachsen sind, ist der Zugang vielleicht leichter. Dann sagt man, ja, also stimmt eigentlich, es kann ja gar nicht so sein, dass das wirklich so passiert ist, dass es muss eine Bedeutung haben und es hat eine Bedeutung. Und die Bedeutung ist, denke ich, in all diese Geschichten, es geht weiter, aber anders.
Und ich denke, dass diejenigen, die sich die Geschichten so erzählt haben, auf das Ende der vielen Aufstandsbewegungen in der jüdischen Geschichte gucken, auf die Belagerung Jerusalems, wo sich die aufständischen Gruppen bis zum Schluss noch in der belagerten Stadt gegenseitig bekämpft haben. Das kennen wir aus der linken Geschichte ja auch. Ne? So. Und dann ist alles zu Ende und da sagt diese kleine Gemeinde, die glaubt, dass der Gekreuzigte der Messias ist, Genossen, wir müssen es anders probieren. Wir brauchen einen neuen Weg. Und ich denke, dass spätestens mit dem Markus-Evangelium ein solcher neuer Weg konzeptionell entwickelt worden ist. Es gibt genug Stellen, die darauf hindeuten, dass die Jesus-Bewegung viel mehr mit politischem Aufstand zu tun hat, als wir heute wahrnehmen wollen. Auch die Spruchquelle mit den Jesus-Sprüchen zeigt eher doch auch eine aufständische Bewegung. Das gut bezeugte Schwert des Petrus in Gethsemane war auch kein Schweizer Taschenmesser, ne, sondern ein Hinweis darauf, dass wir viele Stellen finden, die auch auf zumindest einen zelotischen Teil der Jesus-Bewegung hindeuten. Das wird inzwischen neu diskutiert, nicht nur von mir, da gibt es inzwischen mehrere Bücher zu. Also, ich ziehe daraus den Schluss, dass die ursprünglich auch zelotisch definierte Aufstandsbewegung des Jesus von Nazareth, über dessen Kreuz steht Jesus der Nazarener, König der Juden, das heißt, haha, wieder so ein Messias, eher darauf hindeutet, dass der Jesus nicht nur dieser softe Jesus ist, den wir in den Evangelien finden, zusammen mit auch anderen Zügen, Tempelreinigung und so weiter, dass aber die antizelotische Ausrichtung der Jesusbewegung bei Markus und dann den folgenden Evangelien eher eine Reaktion auf das Ende des jüdischen Krieges und des Tempels gewesen ist. Und ähnlich wie übrigens, daher habe ich auch solche Ideen, die Imperiumstheologie der linken amerikanischen Exegeten sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als im Imperium von unten her eine Gegenkultur zu entwickeln und das Imperium zu unterlaufen. Das hat übrigens diesem Buch, das ich auch nochmal hochhalte und empfehle, mein letztes Werk, den Titel gegeben, Christsein im Imperium, Jesus-Nachfolge als Vision einer anderen Welt. Der Versuch zu beschreiben, in welcher Hinsicht und auf welche Weise die ersten drei nachchristlichen Generationen versuchen hier eine Konzeption von Gegenkultur zu entwickeln, die immerhin als so bedrohlich empfunden